Hallo zusammen, willkommen bei Nerdgedöns. Ich bin der Olli und das hier ist eine neue Folge Aufmachen. Und ich würde sagen, direkt nach dem Intro geht's los. So, da sind wir also mit dem Päckchen, was wir heute zusammen aufmachen. Das habe ich vorhin während der Aufzeichnung für eine neue Folge, für mein erstes längeres Let's Play bei Olli Zockt quasi erhalten und halte es da auch schon in die Kamera. Das werdet ihr dann halt zu gegebenem Zeitpunkt sehen, weil ich will ja das Let's Play erst komplett aufnehmen, also das ganze Spiel durchspielen, bevor ich hier anfange, die Folgen zu veröffentlichen, damit ihr nicht irgendwie auf einmal ein paar Wochen auf eine neue Folge warten müsst, ne? Also, wie gesagt, das werdet ihr dann sehen in naher Zukunft, sobald ich das Spiel halt durch habe und die Folgen fertig geschnitten und hochgeladen und so weiter und so fort. So, aber jetzt genug davon, kommen wir zum Aufmachen. Und zwar jetzt mal ein Sonderfall. Auch hier wieder Transparenz. Ihr seht das schon. Ich habe das Ding schon geöffnet. Aber folgendes war der Fall. Ich habe das bekommen. Man sieht das hier schon drauf. Das ist von PlayAsia. Und ich habe also meine Schere genommen und das off-camera, weil ich dachte, ja, komm, egal. Habe ich das aufgemacht. Und in dem Moment, wo ich den Deckel hochmache, fällt mir ein Moment. Halt, ich habe bei PlayAsia doch gar nicht so viel bestellt. Ich warte noch auf eine andere Lieferung, aber die war halt von einem anderen Anbieter. Da waren halt noch ein paar mehr Spiele. Bei PlayAsia habe ich jetzt meines Wissens eigentlich nur zwei Sachen bestellt. Und zwar ein Spiel für mich und eins für einen Kumpel von mir. Ne? Grüße an Sven, hallo. Und deshalb habe ich dann gedacht, Moment, was ist denn hier noch drin? Und ich nehme einfach mal an, dass es irgendwelche Sachen von PlayAsia waren, die ich mal früher bestellt habe, die aber, ne, manchmal ist das ja so, länger nicht lieferbar waren. Und deshalb haben wir hier also wieder, wie ihr es im Titel wahrscheinlich schon gesehen habt, ein neues Mystery-Paket. Denn ich weiß hier nur ein Spiel für meinen Kumpel und eins für mich. Und wie man hier sieht, das sind wahrscheinlich mehr als zwei Spiele. Ist auch entsprechend schwer. Deshalb jetzt wieder mache ich es wie immer. Ich greife blind hinein. So, wir haben hier Folie und okay, wir haben hier einmal Päckchen und darunter noch ein Päckchen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, ich stelle das mal zur Seite und nehme das erste Päckchen in die Hand. Ah, und ich sehe schon, stimmt. Da hatte ich schon wieder vergessen, dass ich das bestellt habe. Ist, wie gesagt, wahrscheinlich schon etwas länger her. Erstmal haben wir hier einen Aufkleber von PlayAsia. Dann haben wir hier einen anderen Aufkleber. Auch PlayAsia. Keine Ahnung, welche Figur das sein soll. Ist, glaube ich, wahrscheinlich was Generisches mit einer Switch. Egal. So, und da haben wir dann zuerst mal, das habe ich gerade schon erkannt, Final Fantasy IX für die Switch. Da bin ich sehr erfreut drüber, denn Final Fantasy IX habe ich noch nie gespielt. Ich muss aber sagen, von den Bildern, die ich im Laufe der Jahre mal gesehen habe, gefällt mir, also nach 7, das war der Teil, den ich auf der PS1 damals gespielt habe. Und war das letzte Final Fantasy, meines Wissens, was ich gespielt habe. Also, als es rauskam und ich glaube überhaupt. Ich habe mal Final Fantasy auf dem NES, auf dem NES Classic Mini oder wie es hieß, mal angefangen, aber auch noch nicht zu Ende gespielt. Und sonst, glaube ich, habe ich tatsächlich auch gar kein Final Fantasy durchgespielt, meines Wissens. Ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich wüsste jetzt nicht welches. Also 8 zum Beispiel habe ich auch nicht gespielt direkt danach. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Da gefiel mir der Stil auf jeden Fall am besten von den Spielen, die danach kamen. Und deshalb bin ich gespannt, das mal irgendwann nachholen zu können. Ja. Okay, so. Genug zu dem einen Spiel. So, hier ist noch ein Spiel drin. Dann haben wir die Folie, lege ich mal hier an die Seite. Und hier haben wir, Moment, nehmen wir mal an, ja doch, hier ist die Einkerbung. Also ich halte es für euch zuerst in die Kamera. Und wir haben hier, ah ja, das war das eine Spiel, was ich für mich bestellt habe, von dem ich wusste. Und zwar haben wir hier, wie heißt es nochmal? Deedlit in Wonder Labyrinth, Record of Lotus War. Ist ein Metroidvania. Ich halte mal auch hier die Rückseite in die Kamera. Und zwar, also ich habe im Nachhinein dann irgendwann mal Videos gesehen und es ist, glaube ich, nur guter Durchschnitt, also jetzt nichts Herausragendes, aber es war nicht besonders teuer für ein PS5-Spiel. Ich weiß gar nicht mehr wie viel, aber ich glaube, es hat irgendwie 25 € oder so um den Dreh gekostet. Und Record of Lotus War habe ich tatsächlich in den 90ern den Manga gelesen. Den Anime selber habe ich, glaube ich, nie geguckt, den es natürlich dann auch irgendwann später gab. Ist auf jeden Fall eine erfolgreiche Fantasy, also High-Fantasy-Serie. Ne? Man hat Elfen, also hier Deedlit ist die Elfin im Bunde gewesen.
die auch zaubern kann. Und die spielt man hier in einem Metroidvania. Also ein bisschen so Richtung Symphony of the Night von Castlevania und so, nur halt ein bisschen weniger komplex, wie ich das mitgekriegt habe. Aber ein okayes Metroidvania halt. So, jetzt bin ich besonders gespannt, weil mein Spiel ist ja so gesehen schon weg, von dem ich wusste. Jetzt mal fühlen. Okay, wir haben jetzt hier noch einen dicken Packen, wieder in Folie. Dann ist die Packung leer. So, da sind wie viele Spiele drin? Ich versuche mal zu ertasten. Ich denke mal 1, 2, 3. So, eins davon ist halt für meinen Kumpel und zwei sind noch für mich. Aber ich habe keine Ahnung, was es dann sein wird. Oder habe ich Deedlit für PS4 und PS5 bestellt? Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich glaube, es war so ein Ding. Ich habe mir wieder in guter Hoffnung auf eine PS5 gedacht. Ja, komm, dann nimmst du auf jeden Fall schon mal für die neue Konsole mit, weil, ne, bis ich hier. Ich weiß nicht, sieht man das überhaupt? Nee, ich glaube, drüber sieht man es. Also, ich habe hier. Das sieht man nicht. Das ist eine Reihe. Ich habe insgesamt drei Reihen PS4-Spiele noch. Das sind, glaube ich, 120 oder sowas oder 140. Keine Ahnung. Auf jeden Fall den Großteil davon noch nicht gespielt und deshalb dachte ich, komm, hol dir das Ding direkt mal für PS5, weil die Chance ist groß, dass es eh dann nicht mehr auf der 4 spielen wirst. Und dann habe ich, wie gesagt, wieder ein bisschen was für PS5, wenn ich sie dann kriege. So, aber auch hier wieder genug Exkurs. Ich nehme einfach mal das erste Spiel, lege den Stapel in die Seite und fühle auch hier. Hier ist die Einkerbung. Dann, ja gut, das ist die Frage, was ist jetzt die Vorder-, was ist die Rückseite? Okay, ich halte es einfach mal so rum. Ich halte es mal so rum. Ne, es ist falsch schon, glaube ich. So, ja. Es ist, so, ich kann es gerade gar nicht erkennen, weil ich den Monitor ziemlich dunkel eingestellt habe, damit es nicht so sehr in der Brille reflektiert. Sehr gut. Es ist Shantae and the Seven Sirens für PS4. Witzig. Das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass ich das bestellt habe. Also ich mag die Shantae-Serie. Ich habe Shantae and the Pirate's Curse durchgespielt. Risky's Revenge. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich es durchgespielt habe, aber auf jeden Fall auch einen Teil gespielt. Ob jetzt ein Großteil oder nicht, weiß ich jetzt gar nicht. Beides auf PS4. Ich habe Half Genie Hero, habe ich für PS4, glaube ich, weil es irgendwie mal im Sale oder beziehungsweise im PS Now mit drin war, glaube ich, habe ich das auch in der Bibliothek. Ich habe es aber auf jeden Fall physisch für die Switch, wie ihr vielleicht in meinem Switch-Video gesehen habt. Und ja, dann habe ich jetzt hier wohl auch Shantae and the Seven Sirens bei PlayAsia gefunden. Ist hier eine asiatische Version. Man sieht hier ein bisschen die Schriftzeichen. Ich halte es mal in die Kamera. Hier unten sieht man es so ein bisschen. Und auf der Rückseite auch. Aber wie so oft bei PlayAsia ist das hier halt quasi multilingual. Also man kann auch englische Sprache, also Texte, denke ich mal, einfach nur Sprachausgabe haben die, glaube ich, auch in den anderen Spielen nicht auf Deutsch gehabt. Auf jeden Fall kann man englische Texte einstellen. Und das war mir das Wichtigste, dass man die Story halt mitkriegt. Und ich wüsste jetzt nicht, ob es schon eine physische Version von Seven Sirens hier im Westen gibt oder ob noch eine kommt, keine Ahnung. Aber auch das war relativ günstig. Ich glaube auch um die 25 Euro oder so. Ja, freue ich mich. Also eine schöne Überraschung. Hoppala, nicht, dass es runterfällt. Moment. So, Entschuldigung. Meine Güte. Mein Getränk habe ich jetzt weiter weggestellt. So, das sind also noch zwei Spiele. Beides scheint, fühle mal, doch, beides müsste PS4 oder PS5 sein. Also keine Switch. Und jetzt gucken, wieder 50-50 Chance. War es dann so rum? Gucken wir mal, kann man das fühlen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube so rum, wenn ich das richtig fühle, vom Gewicht her. Es ist falsch rum. So, ich habe nur erkannt, das ist was auf dem Kopf, aber was ist es? Legend of Mana, okay. Ja, auch hier hatte ich es nicht mehr auf dem Schirm, dass ich es bestellt habe. Sehr cool. Auch hier, diesmal aber komplett Englisch, also auch die Texte hinten drauf sind Englisch. Waren die bei Shantae? Ne, bei Shantae war es, okay, da war schon beides drauf. Englisch und Japanisch oder Chinesisch, ich weiß es gar nicht. Egal, und hier haben wir aber nur englische Texte. Ein bis zwei Spieler. Oh, das war mir auch neu, dass das ein Multiplayer hat. Okay. Jetzt wäre natürlich sehr interessant, ob man, so wie bei It Takes Two, ob man hier jemanden einladen kann oder ob der das Spiel auch braucht. Weil, wenn das hier der Fall wäre, dass man hier
keine zweite Kopie braucht, dann könnte ich das ja mit einem Kumpel zusammenspielen, was ja auch mal lustig wäre. Ja, ich sehe allerdings nichts, was darauf hindeutet. Oder bin ich jetzt hier doof? Ich lese es mal in Ruhe. Remastered for greater clarity. Selection of newly arranged sounds includes a host of improvements, such as autosave and the ability to turn off encounters. Das finde ich schon mal gut. Enjoy Music Mode, Gallery Mode and the Ring Ring Land Minigame. Okay, keine Ahnung. Ja, gut, ich gehe mal ganz pessimistisch davon aus, dass es wahrscheinlich eine zweite Kopie benötigt, wenn man zusammenspielen will. Aber wer weiß, wir werden es rausfinden irgendwann. Geht erstmal so hier ins PlayStation-Regal. Auch hier wüsste ich jetzt nicht, dass es eine westliche Veröffentlichung auf der PS4 gibt. Und wenn ihr anderes wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oh, ich sehe gerade, ein Update ist verfügbar. Das machen wir doch mal kurz weg, ne? So. Wobei ich weiß gar nicht, ob ihr das. Nee, ihr dürft es gar nicht sehen. Ich zeichne gerade gar nicht den Bildschirm auf. Entschuldigung. Die Gewohnheit vom Let's Play vorhin. So, dann ist also das letzte Spiel für meinen Kumpel. Und zwar handelt es sich hier um, da kann ich ja ruhig gucken, ich weiß es ja. Genau, es ist Doki Doki Literature Club in der Literature Club Plus Edition. Oder Plus Edition einfach, ja. Doki Doki Plus. Ja, ich weiß nicht, wer es kennt. Also, ich habe es selber noch nicht gespielt. Ich habe aber schon viel darüber gehört. Es ist eine Visual Novel oder Dating Sim oder beides zusammen, keine Ahnung. Mit einem Twist. Ich weiß nicht, was er ist. Es soll nur unheimlich krass sein. Es gibt auch eine Altersbeschränkung. Ich glaube, das Ding ist ab 18. Es wird auch oft gewarnt, also dass der Inhalt nicht für jeden geeignet ist. Also so, ja, keine Ahnung, was passiert. Es soll nur sehr krass werden und es soll aber auch dauern, bis es sich ändert. Also muss ich da irgendwie 1, 2 Stunden oder so, keine Ahnung, durch. Ja, typische Dialoge klicken, bis dann überhaupt mal was Interessantes passiert, in Anführungszeichen. Gut, wer jetzt solche Spiele, so Visual Novels, Dating Sims sowieso mag, der hat damit wahrscheinlich auch keine Probleme, aber es ist nicht mein Genre. Und deshalb interessiert mich nur der Twist, der da kommen soll und wie krass das Ganze ist. Also ich kann dazu nur empfehlen, ein Video von, ich glaube damals noch Game One. Ich gucke mal, ob ich das finde. Wenn ja, dann packe ich das in die Videobeschreibung mit rein. Das war sehr interessant. Da haben sie es so gemacht, dass sie mehrere Leute immer in Zweierteams das Spiel haben spielen lassen und haben quasi aus Sicht des Monitors die beiden einfach, die davor, also so wie ich jetzt, die sitzen davor, gucken aufs Spiel und man hat die Reaction aufgezeichnet und das geht dann die ganze Zeit so und irgendwann dann halt, ne, krass. Und dann sind die alle total weggeblasen und das hat mich schon neugierig gemacht, aber halt nicht neugierig genug, um mir das Spiel zuzulegen. Mein Kumpel Sven, der hat es gemacht. Von daher bin ich mal gespannt, was er zu berichten hat, wenn er es gespielt hat, ob es ihm dann auch so ging. Und er hat auch schon gesagt, auf meine Frage, er wäre bereit, es mir danach auszuleihen, weil, wie gesagt, ich wollte dafür jetzt nicht unbedingt Geld ausgeben. Wenn es im PS Plus wäre, hätte ich es mir vielleicht auch mal angeguckt, aber war es noch nicht. Ist bei so einem 18er-Titel auch, obwohl, ja, keine Ahnung. Wer weiß. Egal, also auf jeden Fall werde ich es dann vielleicht irgendwann mal spielen, mich da einfach blind durchklicken für ich weiß nicht wie lang, wenn er mir sagt, es lohnt sich. Ja, dann aber mal gucken. Also wie gesagt, das war's. Also ein Paket Spiele, von denen ich teilweise wieder gar nicht wusste, dass ich sie bestellt habe. So ist doch am schönsten. Und das war es quasi mit einem weiteren Mystery Unboxing hier bei Aufmachen. Und ja, an der Stelle mache ich den Sack einfach mal wieder zu und sage. Danke fürs Einschalten und bis demnächst. Ciao.